Junge, 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 Junge. Na, da seid ihr baff. Leute, schon Ewigkeit nichts gemacht hier in meinem Kanal, aber meine Frau hat mir ein bisschen Ärger gegeben, dass am Ende vom letzten Jahr, deswegen muss ich ein bisschen bei mir wieder Gas geben, und wenn ich hier ein bisschen was mache, dann werde ich auch wieder ein bisschen filmen. Willst du mal zeigen, was wir heute machen? Ja. Zeig mal. Wir reparieren den Tisch da, genau. Als erstes holen wir das Schwarze hier, diesen Kit da raus. Hier ist ein Übergang, den müssen wir anschleifen. Und dann wird das eine schnelle Aktion. Wird das eine schnelle Aktion? Was heißt? Okay! Das ist eine Oberfräse. Wir brauchen eine Oberfräse, Stechspeitel. Also das hier, keine richtige Oberfräse, das ist so ein Trimmer. Damit sollte man nicht in zu hartes Holz reinfräsen. Aber das ist halt Eiche jetzt hier, ist schon hart. Aber egal, wir passen auf, wir machen ganz langsam und das wird funktionieren. Funktioniert das? Ja. 100%, alles funktioniert immer. Na, kannst du einen Hammer holen von unten? Ja, oder ich mach das. Ich hab einen Hammer. Ihr habt deinen Hammer? Ja. Perfekt, ja. Zeig mal. Ja. Ja, den kann man nehmen auf jeden Fall. Noah, siehst du, hier ist schon eine Ecke raus und hier haben wir schon drüber gekratzt. Aber egal. Das macht nichts, weil ich mag sowieso viel lieber Sachen, die Charakter haben. Ich mag nicht so neue Sachen. Jetzt setzen wir da noch hier so eine Fliege rein, da, damit das schön zusammenhält. Von unten ist der verschraubt, also auseinandergehen wird er auf gar keinen Fall. Es kann halt sein, dass das nochmal reißt, aber das hat sich jetzt hier alles so akklimatisiert, denke ich mal, in diesem Zimmer. Deswegen wird das funktionieren. Und wenn nicht, dann halt nicht. Auch egal. Fällt dir irgendwas Besseres ein, nur um das rauszuholen? Das ist irgendwie ein bisschen abgefuckt. Nee? Nee. Boah, guck mal, ob du irgendwie so eine Rouladennadel von der Mama bekommst oder sowas. Eine Rouladennadel? Ja, so ein Dings. Boah. Ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee. Das ist auf jeden Fall mehr Arbeit, als ich gedacht habe, diese Dinger da rauszufummeln. Oh, Junge, 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 ich werde alt. Yo, ja, ich komme jetzt einen Kaffee trinken. Das mit der Maschine wird nichts. Ich habe da kein Schleifpapier gefunden hier bei mir. Ist egal, ich mache das mit dir. Als nächstes machen wir hier mal die Fläche ein bisschen plan. Wir gucken, dass das dann einigermaßen passt mit dem Ding. Da ist was anderes wie mit diesem Bandschleifer da, aber wir kriegen das hin. Das wird bestimmt nicht 100% werden, aber mir geht es hauptsächlich darum, dass die Kinder sich hier keine Splitter einziehen, weil wenn die dann da mit den Händen beim Essen oder sowas drüber gehen, dann könnten die sich da Splitter reinziehen. Deswegen mache ich das auf jeden Fall. Sonst wäre mir das eigentlich wirklich, also muss ich ganz ehrlich sein, komplett egal, weil ich stehe mehr auf Funktion wie auf Optik. Und funktioniert hat der Tisch auf jeden Fall. Das Ding hier sieht jetzt nicht ganz so toll aus, aber dafür, dass das Blatt von der Stichsäge extrem katastrophisch stumpf war,
das hier Eichenholz ist und sehr, sehr hart, ist das völlig ausreichend. Selbst so ein Kackding wie das hier wird gleich in dem Tisch sehr, sehr gut aussehen. Ich zeichne das jetzt hier mit einem ganz, ganz spitzen Bleistift an, wo das Ding später sitzen soll. Kloppt da einmal hier rundherum mit diesem Stechbeitel einmal ein, damit da nicht rausbricht, wenn ich da gleich fräse. Fabian, sorry, dass so laut ist da unten. Ich bin die anderen gerade am verprügeln. Nein, Spaß. Ich bin den Tisch hier ein bisschen am Instand setzen und ich musste eins und den reinkloppen. Das war wahrscheinlich extrem laut da unten. Hau rein, Fabian. Ciao. Jetzt guckt euch das mal an. Junge, 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 Junge. Na, da seid ihr baff. So ein Rotzstück Holz passt perfekt da rein. Das liegt daran, weil Holz nicht wie Metall ein bisschen zu allen Seiten nachgibt. Also höchstwahrscheinlich, weil so richtig schön ausgeschnitten war das nicht. Aber das passt wirklich super da rein. Junge, 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 wenn da noch Öl drüber kommt. Perfekt, das sind die, die ich davor gemacht habe. Da habe ich mir ein bisschen mehr Mühe gegeben. Und die hat der Truppe von Let's Bastel mir alle parat geschnitten. Dann gingen die natürlich ein bisschen besser da rein. Loki, was los? Hast du Angst bekommen? Hast du Angst bekommen? Oh, du kleiner, 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 kleiner. Ich habe hier von Presto im Baumarkt 2K-Spachtel geholt. Der ist schwarz, das ist normal so Kfz-Spachtel. Aber hier steht halt Kunststoffspachtel für... Ja, keine Ahnung. Der stand auf jeden Fall da, wo die Autosachen alle stehen im Baumarkt. Mir war wichtig, dass der schwarz ist, weil der andere Spachtel, den ich hier drauf getan habe, der war auch schwarz. Deswegen, ich schmier das jetzt einmal damit voll und dann muss ich erstmal Pause machen, weil dann habe ich der Mama versprochen, dass ich fertig bin. Wir haben nämlich jetzt genau 16:47. Also könnte klappen, dass ich das noch... Nee, nur einschmieren. Abziehen ich nochmal, weil das sind 10 Minuten und ich habe das jetzt nicht in 3 Minuten hier drauf geschmiert. Ja. Ich schmier das jetzt hier drauf. Bald haben wir alles erreicht in unserem Leben. Ja. Mittelgroß, saftig, süß-säuerlich, fest, reife Oktober bis Februar. Perfekt. Bald haben wir ein Haus gebaut, einen Baum gepflanzt und Kinder haben wir sowieso schon genug. Ganz kurz zu dem Tisch hier. Ich habe den damals gebaut mit dem Truppe von Let's Bastel, weil ich für meine Family in meinem Wohnzimmer einen großen Tisch haben wollte, wo die ganze Familie dran passt. Die Optik ist mir wirklich bei vielen Sachen nicht so wichtig, weil ich habe 4 Kinder. Die machen nun mal viel kaputt. Man sollte zweimal darauf aufpassen, dass das nicht zur Normalität wird, dass die Sachen schnell kaputt machen und man denen beibringt, dass man Sachen auch gut behandeln muss. Das ist alles schön und gut, nur es bleibt halt nicht aus, dass Kinder viel kaputt machen. Ich glaube, jedes Kind hat und jedes Kind wird in Zukunft immer viel kaputt machen. Und man muss da immer so ein Verhältnis zwischen Realität und Vorstellung haben. Das ist zum Beispiel, wie man, das ist das Gleiche, wie wenn man mit der Family essen geht. Wenn ich mit 4 Kindern essen gehe, dann stelle ich mir keinen romantischen Film vor, sondern ich stelle mir einen Actionfilm vor. Dann werde ich nicht enttäuscht, weil es ist einfach nicht so, dass die Kinder sich an den Tisch setzen sich mit den Ellbogen auf den Tisch und bewegen sich nicht und benehmen sich extrem gut, wenn man im Restaurant ist. Dann stelle ich mir einen Actionfilm vor. Dann stelle ich mir vor, dass sie das Glas packen, durch die Gegend werfen und dann werde ich auf jeden Fall nicht enttäuscht. So schlimm wird es meistens nicht, aber man wird auf jeden Fall nicht enttäuscht. Deswegen, das ist bei so einem Tisch ganz genauso. Wenn man sich vorstellt, dass der super schön, alles perfekt, jede kleine Phase ist, 100% gleich wie die an der gegenüberliegenden Kante, dann nervt das einen, wenn da irgendeine Macke reinkommt. Und ich habe ja eben auch schon gesagt in dem Video, ich mag Sachen mit Charakter, deswegen nur ganz kurz dazu,
Ich liebe diesen Tisch. Echt, der ist super cool. Der hat uns schon viele schöne Momente beschert als Family und ich hoffe, das wird jetzt halten, aber wenn es nicht hält, dann ist es halt so. Jetzt schleife ich nur noch einmal über den kompletten Tisch drüber und dann werde ich das alles noch mal einmal einölen mit diesem Hartwachsöl. Ich verlinke euch das mal in der Videobeschreibung, das habe ich früher auch schon gemacht. Ich habe das aber, glaube ich, zu lange drauf gelassen und konnte das dann nur noch retten, indem ich das so quasi abgezogen habe. Das war da zu dick drauf. Ich werde da jetzt nur eine ganz dünne Schicht drauf machen. Hier sieht man das noch. Es hat halt angefangen zu glänzen, das mag ich eigentlich nicht. Deswegen mache ich jetzt ganz wenig Hartwachsöl drauf, aber den Tisch einmal vorher komplett abschleifen. Hier ist es. Hartwachsöl. Das hat mir ein Arbeitskollege damals gesagt. Der hat mir erzählt, dass das fast alle Schreiner nehmen, wenn die Holz irgendwie versiegeln wollen im Lebensmittelbereich. Also für Wohnzimmertische oder Möbel, die im Innenbereich stehen. Wahrscheinlich geht das auch im Außenbereich, aber keine Ahnung. Ich nehme auf jeden Fall das hier. So, das kann man jetzt berühren, also das ist nicht mehr am Kleben. Das Öl, auf der Verpackung steht, dass es nach 10 Minuten staubtrocken ist und nach 2 bis 3 Tagen belastbar. Also bis dahin darf da kein Wasser jetzt drauf. Habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber ist jetzt halt so. Naja, egal. Ich hoffe mal, dass das hält da jetzt, da dieser Riss. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Peace, Leute, bis dann, macht's gut. Und seid fleißig.